your mark. Herzlich willkommen hier bei DocSwim und Trainingsplan 114. Ja, wir befinden uns hier in Südteneriffa, starten in unserer Open Water Einheit. Unser Trainingsplan mit der Nummer 114 behandelt die Tempoblockaden. So manch einer löst hier auch eine Blockade, nämlich die des Schwimmens im offenen Gewässer. Insofern sind das auch ideale Voraussetzungen, um sich ein paar Fähigkeiten zu holen, die man dann in der Wettkampfsaison benötigt. Wir wollen mit einigen schlauen Serien, genau gesagt ist es sogar nur eine einzige Hauptserie, Tempoblockaden lösen, also mal so im Einerlei herauskommen, um zu sehen, was da noch alles so möglich ist. Wir behelfen uns da eines kleinen Tricks und dann wirst du sehen, wie du ganz unauffällig in Tempobereiche kommst, für die du vielleicht normalerweise einen sehr hohen Anstrengungsgrad benötigst. Lass dich überraschen. Richtig schönes Programm. Und wir schwimmen mal los. Da schwimmen sie hin, ans Ufer. Unsere erste Etappe ist geschafft. 1,5 Kilometer hier zum Playa del Duque. Da hinten, ganz da hinten, sieht man übrigens den Pico del Teide mit seinen 3718 Metern. Also ein echtes Panoramaschwimmen hier. Traumhafte Atmosphäre hier. Doch wir wollen jetzt gar nicht mehr so viel Zeit hier im offenen Gewässer verbringen. Es geht auf den Rückweg nach La Caleta und wir besprechen den Trainingsplan weiter. Das machen wir dann mal wieder am anderen Gewässer, nämlich direkt am Pool und zwar dort. Na, dann kann es ja auch losgehen. 200 Meter einschwimmen. Danach gehen wir in eine Serie von 3x200 Metern, die aufgeteilt sind in einmal 50, einmal 100, einmal 50. Den 50er schwimmen wir Kraul als Distance per Stroke. Das bedeutet, wir versuchen mal den Zug so lang wie es geht zu ziehen, viel Kraft unter Wasser einzusetzen, damit eine hohe Wegstrecke pro Zug entsteht. Danach 100 Meter Lagen, da versuchen wir genau dasselbe, also auch hier mal richtig schön in die Länge hineingehen, in jeder einzelnen Lage und danach nochmal 50 Meter, 35 Meter in Hauptschwimmart, ganz bewusst mit sehr, sehr guter und konzentrierter Technik plus 15 Meter locker. Die 15 Meter locker, die dürfen dann auch schon mal sein, wenn man sich derart gut konzentriert, so wie du das ja machst. Und dann sind wir schon auch fast durch mit dem Einschwimmen, denn es gibt ja nur eine wirkliche Hauptserie, aber eine kurze Aktivierung, die schalten wir gleich noch rein. Das mache ich jetzt auch. Hinein in die Aktivierung. 4x150 Meter. Jeder 150er ist wie folgt aufgeteilt. 25 Meter Spurt, den darfst du auch gerne mal vom Startblock beginnen. Dann 75 Meter locker. Dann nochmal 15 Meter Spurt aus einer schnellen Wende heraus plus 35 Meter locker. Eine sehr, sehr interessante Aktivierungsübung, die dich so
richtig in Fahrt bringt, insofern, als dass die Muskulatur aufgewärmt wird, die Koordination angeregt wird, die schnell kontrahierenden Muskelfasern ebenfalls angesprochen werden. Also ein ganz tolles kleines Set, das übrigens auch bestens geeignet ist, im Rahmen eines Wettkampfeinschwimmens durchgeführt zu werden. Ja, und dann geht's gleich hinein in die Hauptserie. Dieser Trainingseinheit, das heißt ja, die Tempoblockaden zu lösen. Und es passiert ja immer wieder, dass man sich gefühlt in einer Sackgasse befindet, die Koordination nicht mehr so recht steuern kann für die ganz schnellen Bewegungen und demzufolge auch das hohe Tempo nicht so richtig erscheinen mag oder aber eben in einer sogenannten Tempobarriere festhängt. Da helfen vor allem kleine Tempoaufgaben, kleine Spitzen, die wir immer wieder platzieren, um der Routine vorzubeugen, denn das ist der Feind einer jeden Leistungsentwicklung, die Routine. Und gute Methoden sind immer, sich gut vorzubereiten, zum Beispiel mit einer GR1-Serie, also den Rhythmus aufzubauen, die Technik gut zu stellen, um danach über die Technik in ein hohes Tempo zu kommen. Denn das ist ein ganz entscheidender Aspekt, dass die Technik dazu auch gut koordiniert wird. Also nicht einfach nur wild ins Wasser hineinschlagen und versuchen, das Tempo hochzureißen, sondern dass wir versuchen, sehr gezielt auch die Hebel so zu stellen, dass daraus ein gutes Tempo entsteht. Genauso machen wir das jetzt gleich in unserer Hauptserie. Und die macht so richtig, richtig Spaß. Lass dich mal überraschen. So. Bereit für die Hauptserie. Wir schwimmen 2x 700 Meter, die aufgeteilt sind als 4x 100 Meter plus 100 plus 50 plus 50 plus dann auch 100 locker als Serienpause und das Ganze zweimal durchgeschwommen. Ist das eine herrliche. Unsere Hauptserie besteht aus den 4x100 Metern, die wir im GR1-Bereich schwimmen. Wie eben gesagt, mit guter Technik. Da geht es jetzt nicht darum, das Tempo strikt zu kontrollieren, sondern dass vor allem die Technik jetzt stabilisiert wird. Danach der 100er besteht aus 50 Metern GR2. Jetzt geht es also darum, mit dieser aufgebauten, stabilen Technik ein gutes Tempo zu erzeugen. 50 Meter GR2 plus 50 Meter locker. Und danach der 50er, nochmal 25 Meter Spurt mit demselben Anspruch und 25 locker. Und der abschließende 50er nochmal etwas verkürzt auf 15 Meter Spurt und 35 Meter locker. 100 Meter locker schwimmen. Und das Ganze zweimal. Eine wirklich schöne Serie. Und du wirst sehen, es ist natürlich eine ganze Menge GR1 dabei, wo man das Gefühl haben könnte, na, die Einheit, die ist vielleicht nicht so wirklich intensiv, aber sie hat ganz punktuell gesetzte Spitzen, Belastungsspitzen und Tempospitzen. Und genau das ist es ja, dass wir uns auch zwischendurch ausruhen. Denn auch hier gilt Mut zur Pause und Mut zu den wenigen, aber entscheidenden Temporeizen, sodass am Ende auch genau das entsteht, was entstehen soll, nämlich eine neue, dem höheren Tempo angepasste Technik. Das ist immer ein Prozess natürlich, deswegen Geduld. Die Trainingseinheit, die kannst du dann ruhig mal so alle 2-3 Wochen in der Form durchführen oder du nimmst Einzelteile heraus, schwimmst die Hauptserie vielleicht nur einmal. Also viele Möglichkeiten wieder aus dem Trainingsprogramm für dich etwas ganz Individuelles zu machen. So. Ach, das ist herrlich. Und ich schwimme jetzt noch ein paar Meter.
relativ fix durch, nämlich es gibt nur noch eins, 200 Meter ausschwimmen. So ergeben sich also zum Schluss 300 Meter locker nach der letzten Serie. Das ist dann auch notwendig, um die ganzen Systeme wieder ein wenig herunterzufahren. Befindest du dich auf YouTube? Dann schau doch mal hier unten in der Beschreibungsbox. Dann findest du nämlich dort den Link zur DocSwim-Seite, wo sich genau dieser Plan als PDF-Download befindet. Bist du bereits auf der DocSwim-Seite, dann trag dich doch hier rechts ein in den Newsletter. Dann wirst du informiert, wenn neue Trainingspläne, Fachartikel und ähnlich wichtige Dinge erscheinen. Also keine unnötigen Nachrichten, die dich da erreichen. Ja, und was bleibt jetzt noch? In diesem schönen Abend, das Flutlicht ist auch schon angegangen, die Sonne geht unter, da kann man einfach noch nicht aufhören. Und so soll es sein. Viel Spaß mit diesem Trainingsplan. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, nochmal aus Teneriffa. Man kann einfach nicht genug kriegen. Und wenn du das selber mal erleben möchtest, dann schaust einfach hier unten auf den Link. Dort siehst du die Informationen zu den Trainingscamps, die wir hier veranstalten und organisieren von November bis Anfang Mai. Also eine ganz schön lange Spanne, wo bestimmt auch für dich ein Termin dabei ist. Vielleicht sehen wir uns beide genau hier. Das wäre doch super. Also viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.